Willkommen im Ländercafé. Auf dieser Weltkarte am Eingang unserer Schule kann man sehen, von wo die Kinder herkommen. Ich komme aus Eritrea, das liegt hier in Afrika. Und jedes Kind wird in seiner Sprache begrüßt. Hallo, heißt Kame. Ja, das Ländercafé ist ein Projekt, was wir jedes Jahr mit unseren Drittklässlern durchführen. Wir zeigen unser Land und unsere Landessen. Wir beschäftigen uns halt damit den Ländern, weil wir wollen auch was über andere Länder lernen. Und bereiten dann ein Plakat dazu vor. Das Plakat ist eigentlich für die, die bei dir am Tisch sitzen, dass die gucken können, was wir aufgeschrieben haben. Zum Beispiel Besonderheiten in diesem Land. Und dann findet das große Ländercafé statt. Dann werden die Kinder aus den anderen Klassen auch eingeladen. Natürlich lernen die zum einen sehr viel über das Land und über die Kultur, aber natürlich auch darüber, dass Anderssein was Tolles ist. Ich bin sehr stolz auf mich, das Deutsch sprechen, weil ich kann nicht so gut Deutsch. Und meine Mutter hat mir gesagt, du kannst das, du schaffst das. Wir sehen das, nicht nur die Kinder sind danach sehr stolz, auch die Eltern. Und die Kinder können sich ganz anders einbringen und von ihrer Kultur, von ihrem Dasein, von ihren Erfahrungen im Land berichten. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung für die Kinder, für die Eltern und natürlich auch für alle anderen. Also wir haben es als Schule vorgenommen, die interkulturelle Kompetenz der Kinder zu stärken. Zum einen, das heißt, dass man wirklich die anderen Menschen als Bereicherung und als Vielfalt sieht, egal wo man herkommt. Zum anderen finden wir es sehr wichtig, dass die Kinder über ihre Rechte Bescheid wissen, Rechte natürlich auch Pflichten und auch damit, welche Rechte Kinder in anderen Ländern gar nicht haben. Ja, wir haben hier an der Schule gemerkt, dass manchmal Eltern kamen aus anderen Ländern und ihre Kinder hier anmelden wollten. Und dann ging es schon bei der Sekretärin los, die leider nicht die Sprache sprechen konnte. Und dann haben wir immer eine Durchsage gemacht, welches Kind kann dann jetzt mal auf Spanisch übersetzen. Und die Kinder können beim Übersetzen helfen in verschiedenen Sprachen. Und mir macht es an sich auch sehr viel Spaß beim Übersetzen. Und das ist unsere Übersetzerliste und hier stehen die Kinder drauf, die auf verschiedenen Sprachen übersetzen können. Ja, dass wir für den Deutschen Kinder- und Jugendpreis nominiert sind, macht uns natürlich sehr stolz. Wir freuen uns riesig, natürlich für unsere Kinder. Ich finde es cool, weil wir uns sehr viel Mühe gegeben haben. Wir haben den Preis verdient, weil wir die Kinder in den Mittelpunkt stellen, weil die Kinder hier ihr Projekt leiten voller Hingabe und sich so sehr einbringen können. Wir Lehrer können uns total zurücknehmen, die Eltern und die Kinder bereichern dieses Projekt so. Und ich denke, das ist einmalig. Man kann dieses Projekt in jede Grundschule übertragen und es ist einfach ja, ein toller Beitrag zum Miteinander und zur Solidarität untereinander. Ich finde es cool, dass wir für den Deutschen Kinderpreis nominiert worden sind, weil das halt nicht jede Schule hat, dass man an dem Deutschen Kinderpreis nominiert ist.